Lennart fragt Pete Smeet: Was sind eure Lieblingskekse, beziehungsweise was ist euer Lieblingsnaschgebäck? Ich bin jetzt kein riesen Kekse-Fan, aber zählt Lebkuchen auch unser Lieblingsnaschgebäck? Wenn ich sowas hab, dann mag ich zumindest Lebkuchen davon am meisten. Ja, krasse Frage. Meine Lieblingskekse sind natürlich die, die ich mit meiner Mama zusammengebacken habe, weil die sind richtig geil geworden dieses Jahr wieder. Aber so an sich, mein Lieblingsnaschgebäck, ich mag total gerne diese Leibniz-Käse mit Schoko-Ummantelung. Die sind geil. Aber auch auf der, damals auf der Arbeit habe ich mir häufiger richtige Cookies gekauft. Also richtige Cookies. Nicht so diese 1-Euro-Cookies von Ja oder so, sondern es gibt so richtig geile Cookies mit Nüssen drin, mit schwarz-weißer Schokolade drin, also mit so Tropfen drin. Boah, waren die geil. Ja, da hat auch ein so ein Keks mal eben 100 Kalorien. Also, die habe ich mir dann nachher nur noch ab und zu gegönnt, nachdem ich gesehen habe, was da alles drin steckt. Ich weiß ja nicht, wie die heißen. So Cookies, wie es die zum Beispiel bei Subway gibt. Die kann man ganz gut essen. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Schoko-Cookies heißen die da, glaube ich, einfach nur. Generell bin ich aber nicht so der Keksfreund. Kuchen nicht, Kekse nicht. Und fahr damit weg. Ansonsten ein bisschen Spekulatius, ein bisschen Lebkuchen geht halt noch, aber alles in Maßen. Meine Lieblingskekse sind immer noch die, die man zu Weihnachten macht und als Spritzgebäck bezeichnet, weil die da aus dieser Tube rauskommen. Also die ganz normalen Kekse, die man selber backt, oder was wir gerne machen, so Vanillekipferl. Und Spekulatius. Die drei hätten wir zur Auswahl. Ich nehme die Spritzgebäckkekse. Ich bin jetzt nicht so ein wirklicher krasser Keksfresser. Zimtkekse von Svens Vater sind sehr geil. Er hat mir letztens um Weihnachtsfeier welche mitgebracht, daher weiß ich das. Und ansonsten finde ich tatsächlich die Macadamia-Nüsse von Macadamia Nut White Chocolate oder sowas, keine Ahnung, von Subway ziemlich geil.